Die geradezu überbordende Euphorie der Aktienmärkte ist heute so ein bisschen abgeebbt und das hat vorwiegend zwei Gründe und könnte dazu führen, dass wir ein typisches saisonales Muster der Aktienmärkte sehen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Schauen wir uns erstmal die zwei Gründe an, warum es heute nicht mehr so toll läuft, warum die vorbörslichen Gewinne, die ja eigentlich immer eintreten in letzter Zeit, dann nicht mehr fortgesetzt, ausgebaut werden. Und am Schluss komme ich dann auf die saisonalen Muster der Aktienmärkte zu sprechen. Das könnte eine sehr interessante Konstellation werden. Aber wie gesagt, schauen wir uns erstmal die Gründe an. Es fing an heute mit einem Tweet von Hu Xijin, Chefredakteur der praktisch sehr regierungsnahen Global Times, um es mal vorsichtig zu formulieren. Der hat gesagt, ja, also damit es diesen Phase-1-Deal geben kann, da müssten alle zukünftigen Zollanhebungen erstmal vom Tisch genommen werden. Und es sollte auch so sein, dass die bestehenden Zölle schrittweise oder komplett gleich abgeschafft werden. Das würden die Chinesen auch tun, die haben ja damals Gegenzölle jeweils gegen die Strafzölle der Amerikaner erhoben. Und das haben die Märkte, naja, mal kurz zur Kenntnis genommen, nicht so wirklich stark eingepreist. Aber hier dann auch eben in der Global Times dann nochmal eine Bestätigung selbst. Wir werden nicht einen Phase-1-Deal akzeptieren, wenn die USA uns da nicht entgegenkommen. Das Mindeste ist also, die geplanten Zölle für Dezember erstmal auf Eis zu legen, abzusagen. Aber es soll mehr sein, es sollen auch die bestehenden Zölle eben abgeschafft werden. Das hat zum Beispiel Taoran, das ist praktisch der Social-Media-Kanal der chinesischen Regierung, wenn man so will, hat das nochmal klar gemacht, dass die Zölle praktisch eine Kernbesorgnis seien und es sei das Ziel, immer das Ziel gewesen, diese Zölle wieder wegzukriegen, und auch ein vorübergehender Deal müsste diese Besorgnisse sehr ernst nehmen. So heißt es hier, und die South China Morning Post aus Hongkong, die sagt, ja, China will einfach stärkere Commitments, stärkere Bekenntnisse haben der Amerikaner, will Garantien haben von Trump, dass sich da wirklich was bewegt. Das bedeutet in der Summe, dass die ganze Geschichte so ein bisschen schwieriger wird. Der Phase-1-Deal war ja eingepreist. Wir haben ja Jubelmeldung über Jubelmeldung. Der Friedensvertrag, der so oft angekündigt wurde wie noch kein anderer in der Geschichte, was mich dann immer so ein bisschen misstrauisch macht. Warum heißt es immer, wir sind kurz vorm Deal, kurz vorm Deal, kurz vorm Deal? Und der Deal ist aber noch nicht da. Erinnern wir uns an die letzten Monate, da war ja oft schon die Rede, ja, am Freitag ist es soweit, morgen ist es soweit, in nächster Woche ist es soweit, und dann ist nichts passiert, man hat die Gespräche abgebrochen. Also hier ein Stück weit Vorsicht angebracht. Die Chinesen wissen, dass Trump jetzt unbedingt etwas braucht, um die Höhe der Aktienmärkte weiter halten zu können, damit die Stimmung der Amerikaner gut ist, damit die schön shoppen gehen. Denn die können dann die Gewinne aus ihren Depots in Weihnachtsgeschenke umwandeln. Das sorgt für durchaus gute Laune bei den Amis und würde dafür sorgen, dass Trump dann auch mit ein Stück weit Rückenwind in das Wahljahr 2020 geht. Apropos Wahljahr, heute genau in einem Jahr findet die Präsidentschaftswahl in den USA statt. Also wir haben jetzt sozusagen noch 365 Tage vor uns, und dann wird sich entscheiden, ob dieser Mann hier Präsident bleiben wird. Das ist das eine, was heute so ein bisschen belastet hat, diese totale Sicherheit, diese totale Euphorie in Sachen Handelskrieg, Lösung ist so ein bisschen vom Tisch. Und dann hatten wir sehr, sehr gute ISM-Daten heute, der ISM-Dienstleistungsindex besser als erwartet. Und zunächst mal sind die Aktienmärkte nach oben gegangen an der Wall Street, aber dann hat man sich gesagt, hoppla, was ist denn, wenn die Fed dann die Zinsen nicht mehr senkt, wenn die Daten doch ganz anständig sind. Ich habe viele Analysen gelesen, die gesagt haben, ja, passt auf, es könnte sein, dass dann zum Ende des Jahres sind die Daten besser werden, viel besser als die Märkte erwarten, und das sei doch dann super bullisch auch für die Aktienmärkte. Vielleicht ist das ein Fehlschluss, vielleicht ist das schlecht für die Aktienmärkte, denn wir sehen hier die sogenannten Market Implied Rate Cuts priced in by end 2020, also die implizierten Zinssenkungen, die Fed Fund Futures hier einpreisen bis Ende 2020, und da ist das permanent rückläufig. Wir sehen hier, man hat noch im September sogar 5 Zinssenkungen eingepreist, dann nur noch 4, 3, 3,5, 2,5, 2. Jetzt ist es gerade mal eine Zinssenkung noch bis Ende 2020, und das war ja so ein bisschen das Lebenselixier für die Märkte, neben dem QE der Fed, dass kein QE sein darf. Da hat man sich drauf gefreut, das war sozusagen auch längst eingepreist, dass da noch mehrere Zinssenkungen kommen werden. Vielleicht ist das aber nicht der Fall. Wir haben dann interessantes
in Sachen Repo-Markt noch. Wir haben nämlich ein totales Umschwenken offenkundig von JP Morgan. Möglicherweise ist die amerikanische Großbank JP Morgan der Auslöser dieser Panik am Repo-Markt, denn JP Morgan zieht selber Liquidität, stellt keine mehr zur Verfügung. Man investiert das Geld, wie jetzt rausgekommen ist, in länger laufende Bonds und will sich bei der Kreditvergabe sehr stark zurückhalten. Man verhält sich also wie eine Bank, die eine Rezession erwartet. Und möglicherweise ist es dieser Rückzug und die Signalfunktion, die von JP Morgan ausgeht, durch diesen Rückzug, dass andere auch Geld vom Tisch genommen haben, in diesen Repo-Markt nicht mehr die Liquidität zur Verfügung stellen. Da wird ja Geld geliehen über Nacht gegen Sicherheit von US-Staatsanleihen. Dementsprechend ist da ein bisschen Stress ins System gekommen, möglicherweise, weil der Dickfisch in der Branche umgeschwenkt hat. Und wir sehen, dass insgesamt alles, was heute gegen den Dollar gehandelt wird, mehr oder weniger Schwierigkeiten hat. Auch eben US-Staatsanleihen, die auf 1,86% steigen. Das ist der höchste Stand seit März. Wir sind also, oder nicht seit März, aber seit längerer Zeit, wir sind also wieder gesegnet mit steigenden Renditen an den Anleihemärkten. Jetzt die 10-Jährige über ihrem 100-Tages-Durchschnitt, also steigende Renditen an den Bondmärkten. Das ist ein Charakteristikum. Und wenn wir zu den Aktienmärkten kommen, dann haben wir Parameter, die absolut extrem sind. Wir sind extrem überkauft. Wir sehen, dass hier die Hälfte aller S&P 500 Unternehmen überkauft sind, nur 14% sind überverkauft. Wenn wir hier mal uns mal die Sektoren anschauen, dann ist es vor allem der Tech-Sektor, der am stärksten überkauft ist von allen. Also das ist sozusagen jetzt ein Extrem, das hier erreicht wurde. Und wenn wir uns mal nicht das anschauen, das können wir uns auch anschauen. Allein in der letzten Woche haben die globalen Aktienmärkte 1,2 Billionen an Marktkapitalisierung gewonnen. Aber wenn wir uns anschauen, das hier ist die Grafik, das Put-Call-Ratio, also der Anteil der Puts zu Calls am Optionsmarkt, so gering ist wie seit Januar 2018 nicht mehr. Es gibt also ganz wenige Leute, nur die Puts kaufen auf den S&P 500, sich damit absichern für einen fallenden S&P 500, aber sehr, sehr viele, die Calls kaufen. Dementsprechend das Put-Call-Ratio eben so tief wie Januar 2018 nicht mehr. Und was war Januar 2018? Da gab es einen herben Abverkauf. Also da besteht schon eine gewisse Gefahr, die VIX-Shortquote auf Allzeithoch, da kann man nehmen, was man will, überall das gleiche Bild. Und möglicherweise, und jetzt komme ich zu diesen saisonalen Mustern, ist es so, dass wir jetzt eben diese typische Muster haben. Wir sind im Oktober zunächst mal nicht so toll gestartet, dann kommt die massive Rallye, haben wir im Oktober gesehen. Die geht noch ein bisschen in den November weiter und dann kommt ein Rücksetzer. Und dieser Rücksetzer könnte, wenn es in diesem Jahr so kommt wie in diesem saisonalen Muster, typischerweise, ist natürlich keine Garantie, aber eine Möglichkeit, dann würde dieser Rücksetzer enden, wenn wir bei den September-Hochs sind. Und das ist beim S&P 500 etwa die Zone von 3020 Punkten. Das wollen wir uns gleich mal anschauen beim S&P 500. Da ist er. Da sind wir aktuell bei 3073. Aber wenn ich das Zeitfenster mal ein bisschen größer mache, auf Tageschart, dann sehen wir hier das Hoch im September, so 3010, 3020 Punkte. Aktuell wären das also ja vielleicht gut 50 Pünktchen, die wir dann nach unten machen würden. So um und bei 2%, knapp 2% könnte es also nach unten gehen. Ist nicht wirklich gerade die Welt, aber es wäre ein typisches Muster, das wir da eben ausbilden würden. Die Charts übrigens von Capital.com, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir uns den Dow Jones an. 27.486, kleinere Zeiteinheit sehen Sie hier an diesen Ausschlägen. Wir sehen den Nasdaq aktuell bei 8.219 Punkten. Der DAX, der hält sich bei 13.140. Der war, moderat volatil unterwegs. In der Summe hat sich dann nicht so wahnsinnig viel verändert, aber es verändert sich was beim Dollar, respektive bei allem, was gegen den Dollar gehandelt wird, zum Beispiel Euro-Dollar 1,1071, klar Dollarstärke, weil die Fantasie raus ist ein bisschen, dass die Fed die Zinsen weiter senkt. Zwar hat die Fed relativ explizit gesagt, wir werden jetzt erstmal die Zinsen unverändert lassen, eben auch nicht senken, aber die Märkte glauben der Fed ja grundsätzlich nicht, zumindest wenn es eine nicht so angenehme Botschaft ist. Jetzt ist man dabei, das so ein bisschen einzupreisen. Wir sehen, dass Gold doch stärker unter Druck ist, 1482. Da ist eben das gleiche Motiv am Werk, Zinssenkungsfantasie. Aber wir sehen, dass das amerikanische Crude Oil sich hält bei
$57,29 heute Abend die API-Lagerbestände, morgen dann die Inventories, also praktisch die Lagerbestände für Öl aus Cushing. Also, das ist derzeit die Situation. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir jetzt einen Rücksetzer sehen in dieser total überkauften Situation. Möglicherweise dann doch noch wieder eine Rallye sehen, eine Weihnachtsrallye, weil die Notenbanken und so weiter, Sie kennen das Liquiditätslied, das gesungen wird, derzeit ein Problem könnte sein, eben, dass der China-Deal doch nicht so kommt, doch nicht so klappt, dass da nochmal richtig Unsicherheit in den Markt kommt, ein Problem könnten Sorgen sein über Impeachment etc. Wir werden sehen, ob es so kommt, wie in diesem saisonalen Muster vorgezeichnet. Das wird die Frage sein. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.